Die Salzburger Kunstfestspiele warten immer wieder mit spannenden neuen Locations auf. Wo normalerweise Möbel verkauft werden, steht heute Kunst im Mittelpunkt. Felix Haspel und Markus Wittek sorgen mit ihren Kunstwerken für ein außergewöhnliches Ambiente in den Schauräumen. Naja, es bietet einmal den Mehrwert, dass man die Kunst in einer natürlichen Umgebung sieht und nicht nur in den goldenen Käfigen der Galerien und der Museen. Ich glaube, es tut der Kunst ganz gut, wenn sie sich auch gegenüber anderen Dingen behaupten muss. Und ich glaube, daran misst sich auch die Qualität eines Kunstwerks, dass sie neben anderen Dingen ganz einfach existieren kann. Auf drei Ebenen haben die Künstler die Schauräume mit ihren Bildern und Skulpturen belebt. Ich habe hier im Erdgeschoss im Wesentlichen so Mischtechniken, also Acryl- und Lackarbeiten, weil die zu diesen Polstermöbeln also, glaube ich, sehr gut harmonieren. Und dann habe ich so kleinere Acrylformate im ersten Obergeschoss und im zweiten Obergeschoss habe ich ausschließlich Aquarelle, was eigentlich mein Lieblingsmedium ist. Das Medium von Felix Haspel ist die Textilkunst, der er mit seinen Skulpturen auf besondere Art Ausdruck verleiht. In Kombination des Textilen mit Fundstücken und Artefakten des täglichen Lebens thematisiert er die Zwänge unserer Gesellschaft. Ich sehe mich selbst als Textilkünstler. Ich komme von der gewebten Tapisserie. Und bei der Tapisserie ist es eine Ausformung über das Textile, über das Material. Bei derartigen Skulpturen ist die Ausformung des Textilen über die Form, also über die textile Form. Dadurch kommt es zu diesen polsterhaften, optisch sehr weich ausschauenden Objekten, die aber haptisch dann sehr kalt und hart sind. Und mit diesem Gegensatz spiele ich natürlich auch. Bereits zum dritten Mal findet hier im Möbelhaus eine Vernissage im Rahmen der Salzburger Kunstfestspiele statt. Ich finde es ganz wichtig, dass die Kunst außerhalb der Galerien auch eine Chance hat zu wachsen, weil auch da eine ganz andere Form der Kommunikation stattfindet. Wenn halt so wie beim Möbelhaus Dremel oder beim Fort Schmidt der Gastgeber dann auch seine Kunden einlädt, der mit der Kunst noch nie in Berührung gekommen ist, entsteht eine ganz andere Diskussionsplattform. Kunst soll nicht nur dargestellt werden, Kunst soll auch für einen persönlich da sein und man hat sie dann zu Hause bei sich. Und ich glaube, hier kann man sich gut vorstellen, wie man die Kunststücke bei sich selber zu Hause nachher positionieren kann. Mit regionalen sowie international erfolgreichen Künstlern will man Kunst auch in den nächsten Jahren außergewöhnlich in Szene setzen.